Ja, wir sind heute hier, Tutorial Ecclesia Brot brechen. Das ist so unser Titel. Brot, wir haben oben Brot, normalerweise hätte ich jetzt hier auch ein Leibbrot in der Hand, aber da ist schon das Abendmahl, das Brot bereitet. Es geht tatsächlich um das Brot. Wir behandeln in unserer Predigtserie die Ecclesia, die Gemeinde übersetzt. Dynamische Gemeinde war Thema des letzten Sonntags. Es gibt vier Stützsäulen einer Gemeinde. Wir befinden uns am Anfang der Gemeinde im Text von Apostelgeschichte 2,42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das Thema Brotbrechen werden wir heute behandeln. Brotbrechen bedeutete auch immer und sollte es heute auch bedeuten, Gastfreundschaft, teilen. Ich lade jemand ein. Brotbrechen war fundamental. Essen war das Brot. Brot konnte man backen. Es war ein elementares und ist es auch heute noch ein elementares Lebensmittel. Wir merken es nicht in unserer Fülle von Lebensmitteln, aber Brot ist ein elementares Lebensmittel. Im Krieg streckte man das Brot mit Sägemehl und Rinde, weil es nicht genug Weizen gab, um mehr Brot zu haben. Der Nährwert war natürlich entsprechend schlecht. Man aß das Brot und hatte danach trotzdem noch Hunger, weil Sägemehl nun mal nicht so gut den Hunger stillen, von den Nährwerten her. Menschen hungerten weiter. In Senegal, wir waren ja 6 Jahre in Afrika, in Senegal, da gibt es das französische Baguette. Du suchst vergeblich nach einem anderen Brot. Es gibt nur dieses Baguette. Und mit Backmittel maximal groß aufgebacken, Luft ist da drin. Wenig Teig. Und wenn es ganz trocken war, dann ist es zerbröselt, bevor du es nach Hause gebracht hast. Hast du Brösel zu Hause angeliefert. Aber es gibt auch, es macht auch nicht satt übrigens, dieses Brot. Dann gibt es das Pain ordinaire. Pain ordinaire. Tabalapap heißt das dort. Tabalapap. So, das ist Brot, das wird noch im Holzbrotbackofen ohne die Treibmittel gebacken. Da knirscht noch der Sand und die Holzkohle zwischen den Zähnen, wenn das ist. Schmeckt gut, das mag ich, genau. Lange bevor die Biowelle kam, wir sind ja da mittendrin, die Biowelle, und die in den Supermärkten Einzug erhalten habe, war ich, als ich 17 Jahre alt war, schon längst auf diesen Ökotrip drauf. Landkommunen haben angepflanzt, der erste Naturkostladen hat aufgemacht in unserer Stadt, eine Revolution in einer niederbayerischen Kleinstadt. Man wusste nicht genau, was der dort drin macht. Man wusste auch nicht, was der verkauft. So, und ich habe mich dann auch angefangen, in dieser Szene mit Brotbacken zu üben, wie sich's gehört, als guter Aussteiger und Hippie und alt. So. Und dann meine ersten Ergebnisse, sie waren phänomenal. Es musste nämlich ein Vollkornbrot sein. Weißmehl war ja verpönt. Vollkornbrot. Und danach hingen, sie waren beeindruckend, diese Ergebnisse. Ich habe dann natürlich als Bayer eine Vollkornbrezel gemacht. Brezel. Und diese Vollkornbrezel, meine Mama hat dann Schleifen dran gehängt und hat sie als Deko an die Wand gehängt, weil die waren ungenießbar, die waren steinhart, diese Brezeln. Und das Brot, was ich gebacken habe, war auch nicht genießbar, weil da hatte ich so viel Salz rein. Wir haben es danach klein gerieben und haben es als Brösel, als Würze auf das Essen gemacht. Danach habe ich das etwas beendet. Damit endete mein Backeifer. So, in unserem Video ging es ja auch um das Brot. Und Brot, die Aussage, die hier Jesus sagt, Brot, das satt macht. Das ist das Thema. Brot, das satt machen sollte. Es sind 4 Biografien uns hinterlegt. Also 4 Biografen haben uns das Leben Jesu hinterlegt. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und dieser Text stammt von dem Biografen Johannes. Und er benutzt diese Geschichte von Jesus,
Es ist ein Gleichnis. Ja? Diese ganze Geschichte, was wir gesehen haben mit dem Brot, beginnt mit einem Wunder. Das haben wir nicht angeschaut. Ein Wunder, nämlich das berühmte Wunder der Brotvermehrung. Ja? 5000 Leute wurden satt an 5 Broten. Das wird uns genau von allen 4 Biografen hinterlegt. 5 Brote machen 5000 Leute satt. Ja? So, und dann steigt er ein über dieses Wunder in das nächste Wunder, das kennen wir auch, ja? Das hört man immer wieder. Ja? Der einzige Mensch, der auf dem Wasser gegangen ist, ist Jesus. Kommt genau nach diesem Wunder. Er geht auf dem Wasser rüber nach Tiberias. Und dort finden sie ihn, weil sie gehört haben, der das Brot vermehrt hat, der über das Wasser gegangen ist. Ja, sie suchen ihn. Ja. Und dann steigt Jesus ein mit diesem langen Text, den wir gehört haben. Dieser lange Text über das Brot. Ja. Weil er fängt an und sagt, ihr sucht mich, weil ihr von dem Brot gegessen habt, das euch satt gemacht hat. Das ist sein Einstieg von diesem ganzen Text. Und dann lesen wir, was ist eigentlich passiert bei diesem Brot? Vermehrung. Markus 6, 41. Als er zum Himmel aufsah, dankte er und brach die Brote. Und sie aßen alle und sie wurden alle satt. Das ist der Text. Und dasselbe steht in Johannes 6, 12, eben unser Text. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Ja, die Frage ist für uns heute, und diese Frage hat Jesus damals gestellt, welches Brot macht dich satt? Welches Brot macht uns satt? Und er stellt damit einen Diskurs auf, nämlich eine grundsätzliche Lebensfrage. Was macht deine Seele satt? Was sättigt deine Seele? Wo bist du drin, was du in deinem Leben brauchst, damit du zufrieden bist? Nichts schlimmer als ein unzufriedener Mann. Meine Frau kennt das. Wenn er Hunger hat, das ist nichts Genaues. Ja. Die Männer, die sind dann unbirsch, ja. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. So. Genau, was sättigt unsere Seele? Das ist ein Grundsatzthema, was wir weltweit haben, was Menschen haben. Materialismus in unseren Ländern geht es doch um das Thema. Da brauchst du nur mal schnell auf die Straße und Werbung angucken und überall. Hast du das, geht's dir gut, wäre die Kurzbotschaft. Hast du es nicht, besorg's dir. So, dann bist du satt in deiner Seele. Materialismus. In armen Ländern wird dieselbe Botschaft verkauft des Materialismus. Hast du das neue iPhone, überhaupt ein Smartphone, dann... Aber es macht nicht satt. Es macht nicht satt. Klar, haben Menschen Hunger, ist Brot fundamental. Und weltweit hungern mehr Menschen als je zuvor. Als je zuvor. Es ist dramatisch, in welchen Hungerkatastrophen wir landen. Sudan, überall hören wir es. Wo du hinhörst, du kriegst gar nicht mehr alles mit. So viel Hunger herrscht derzeit auf der Welt. Und Menschen wandern aus ihren Ländern, weil sie nichts zum Essen haben. Das ist dramatisch. Und unser Thema ist Brotbrechen, Teilen. Ich sage es ganz platt. Wir als eine der reichsten Nationen, immer unter den ersten 5 weltweit, haben eine Grundverantwortung, der können wir uns nicht entziehen, nämlich zu teilen. Punkt. Punkt. Ja? Weil woanders sterben sie vor Hunger. Das ist nicht hinnehmbar. Ja? Und die Ressourcen sind da, ja? Dass wir helfen können. Jeder sogar von uns. Ja? Wo sind deine 5 Brote? Ja? Wie der Junge, der sie geteilt hat. Er hatte auch nicht viel. Er musste die Brote an seine Familie liefern. Die 5 hat er zur Verfügung gestellt. Ja? Nur mal so als Gedanke. Ja,
Dann, was sättigt denn noch nicht unsere Seele? Wechselnde Partnerschaften. Mein Gott, ich bin echt erschrocken über die Werbungen, die hier rumhängen. Juckt's dich noch? Ja? Also wirklich, an jeder Straßenecke knallen dir die Dinger um die Ohren. Ja? Was ist denn das? Ja? Wechselnde Partnerschaften füllen doch nicht unser Leben aus. Ja? Hauptsache, ich habe ein Kondom dabei oder was. Also ist nicht mehr normal, die Botschaft, die uns da um die Ohren fliegt. Ja? Sex ist doch nicht die Lösung aller Dinge. Wichtig, ja, klar, aber nicht die Lösung. Hä? Sättigt nicht unsere Seele. Das ist der Punkt, um das es geht. Hä? Es sättigt nicht unsere Seele. Hä? In uns, Urlaub, Drogen und so weiter, hä? Alles das sättigt nicht unsere Seele. Wir verlangen immer mehr dann. Daran merken wir es ja. Wir sind nicht zufrieden. Ah, ich war noch nicht in dem Land. Da möchte ich auch noch hin. Und dahin und dorthin. Ja, warst du da schon? Das sind ja keine Gespräche. Ja? Also ich sag's mal ganz ehrlich, wenn Leute Hunger haben, ja, dann kann es nicht darum gehen, dass ich die ganzen Weltmeere abklappere. Ja? Das ist blanker Egoismus. Ja? Das ist blanker Egoismus. Man muss da Klartext reden. Ja, ja. Ich kenne das übrigens ganz genau. Ich kenne diese Falle. Ja? Die Urlaubsfalle habe ich jetzt nicht. Ja? Aber die Falle, dich woanders zu betätigen und da eine Befriedigung zu suchen, das gibt es sehr vielschichtig. Du kannst dich auch in Arbeit ertränken. Ja? Und es langt nie. Jesus sagt es, und er begegnet diesen Menschen, er bringt es auf den Punkt. Er sagt in Johannes 6,27, müht euch nicht um die Speise, die vergänglich ist. Mein Gott, ist das ein guter Satz. Darum sollen wir uns nicht bemühen um das, was vorbei ist, was so schnell weg ist. Ich habe es in der letzten Predigt gesagt, ja, auch in dieser Serie, Beziehungen werden dich besuchen und nicht Geldmaterialismus, wenn du krank bist. Ja. Darum geht es, um Beziehungen, um echtes Bleibendes, ja. Nicht um das, was vergänglich ist, sollen wir uns bemühen. Es lohnt die Mühe nicht, es ist vergeblich. Ja. Die Speise, das Vergängliche, das kennen wir alles. Weg damit, ja, wir werden immer wieder Hunger haben. Klar sollen wir arbeiten gehen, versteht mich bitte nicht verkehrt. Umso fleißiger, umso besser. Ja. Und deinen eigenen Lebensunterhalt verdienen und du zurecht und verantwortlich in deinem Leben kommst. Das ist nicht die Thematik, über die es mir geht. Es geht darum, was suche ich da drin? Ja. Suche ich den Sinn meines Lebens da drin? Ich werde nicht satt werden. Ja. Jesus sagt es und er liest, ich lese weiter, wieder 6,27 Johannes, sondern bemüht euch um die Speise, die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben. Denn in ihm, auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Das ist eine interessante Aussage. Jesus lässt uns nicht im Regen stehen, wie es so schön heißt. Nein, er liefert das Angebot. Er hat erkannt, wo wir stehen und er liefert direkt das Angebot. Er sagt darum nicht, aber so, hier ist es. Ich kann es euch geben. Brot, das den Hunger ewig stillt, unsere Seele satt macht. Jesus, der Menschensohn, kann es geben. Wir sollen uns also darum bemühen. Was bedeutet das? Ja? Betrachten wir genau seine Wortwahl. Er sagt, er ist der Menschensohn. Das ist ein interessanter Begriff. Ja? Das ist ein Bild aus dem Propheten Daniel. Ja? Da kommt dieser Begriff her. Daniel 7,13 aus dem Alten Testament. Er zitiert einen festen Begriff, einen Terminus technicus, würde man sagen, oder wie es auch immer heißt. Ja? Ein feststehender Begriff in der Kultur. Der Menschensohn. Daniel 7,13. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie ein Menschensohn. Und er kam zu den Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm
wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und alle Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum, dass es nicht zerstört wird. Also, Jesus sagt, bemüht euch nicht um das Vergängliche, sondern um das Ewige. Er fügt es ein, diese Stelle, Menschensohn. Er wird das Ewige uns geben, was Unvergängliches, bleibend, fest, stabil. Und dann sagt er gleichzeitig zu diesen Menschen damals, ich bin dieser König. Weil er beginnt den Begriff, ich bin dieser Menschensohn, ich bin dieser König, der Daniel angekündigt hat, auf den ihr alle wartet. Ich bin es, ich gebe euch das Brot. Und tatsächlich, Johannes 6,14 heißt es, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, er hat das Brot verteilt, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Sie haben es erfasst. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollen und ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Sie haben es begriffen. Ja, das ist er. Und dann zitieren sie einen zweiten Begriff. Er ist der Prophet. Wieder ein fester Begriff. Dieser Begriff kommt aus 5. Mose 18, 15. Mose sagt, einem Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Das ist interessant. Er bezieht sich auf diese Stelle, dass jetzt der König kommt, der Prophet, der lange erwartete. Und er weiß, was da drin steht, ohne es zu zitieren. Sie sollen ihm gehorchen, diesem König, diesem Propheten, weil er die Worte ewigen Lebens hat. Er ist der Menschensohn, er ist der Prophet. Und jetzt nehmen wir den dritten Begriff. Auf ihm ruht das Siegel Gottes, hat er zitiert. Das Siegel Gottes bedeutet, er ist bevollmächtigt. Vom Vater. Sein Siegel gilt. Es ist eine Urkunde, ein Siegel. Etwas Festes. Er nimmt diesen dritten Begriff und sagt, Freunde, ich bin es. Der König, der Prophet, von Gott bevollmächtigt durch die Siegel, die Zeichen und Wunder. Und er drückt damit aus, ihr sollt mir gehorchen. Das sagt er ganz deutlich. Warum ist es so interessant? Weil wir haben diesen Disput gesehen, der entstanden ist nach dieser Geschichte. Sie haben sich mit Händen und Füßen gewehrt gegen diesen König. Mit Händen und Füßen. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun? Da beginnt es noch nicht, der Dialog. Dass wir Gottes Werke wirken. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, und wieder bringt er es auf den Punkt, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und eigentlich ist die Frage noch schwieriger. Eine Frage, die wir uns stellen müssen. Die Frage nämlich, was sollen wir tun, ist eine Frage, die haben wir in unserer Menschheit drin. Was sollen wir tun, ist eine fundamentale Frage. Was sollen wir tun, damit es klappt? Was sollen wir tun, damit es funktioniert? Was soll es tun, damit wir bei Gott Anerkennung haben? Was sollen wir tun, dass wir bei anderen Menschen Anerkennung haben? Und. Was sollen wir tun? Es geht hier um Werke, um Leistung. Wir Deutschen blicken das gut. Was gibt's zu tun? So, ist die eine Arbeit zu Ende, was gibt's zu tun? Dann so. Wir wollen was leisten. Es liegt in unserer Natur, dass wir Dinge leisten wollen. Eine Tat vollbringen. Aber eigentlich bringt diese Tat Anerkennung. Beim Reich Gottes, bei Jesus, klappt das nicht. Was hast du getan, dass deine Sünde dir vergeben wird? Nichts, genau. Wir konnten und können nichts tun, weil vergeben tut uns jemand anderes.
Jesus hat uns vergeben. Er hat es geleistet. Am Kreuz von Golgatha hat er unsere Schuld auf sich genommen. Ja, wir nicht. Wir kommen zu ihm und bitten um Vergebung. Ja? Und die Frage, was sollen wir tun, ist fatal. Was kann ich tun, damit Gott in meiner Schuld ist? Das ist die Frage, weil ich habe ja alles geleistet, was ich tun sollte. Ich bin gut. Deswegen wollen wir Menschen auch uns ungern was schenken lassen oder Hilfe suchen, weil da wäre ich ja in der Pflicht, dem anderen auch was zu geben. Ja? Schlecht. Wir wollen unabhängig bleiben. Ja? Wir brauchen niemanden. Wir bringen uns nicht ein, ja, und zeigen, dass wir doch nicht alles können. Bleibe lieber alleine und schau gut aus in der Öffentlichkeit. Hier sind fundamentale Elemente unserer Menschheit in diesen Texten drin. Ja, wie wir Menschen uns begegnen, wie wir es gelernt haben. Jetzt geht es weiter, der Diskurs. Da sprachen sie, die Menschen, zu ihm: Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Sie sind entlarvt worden. Und jetzt machen sie die Ausweichfrage. Liefer doch noch mal was. Wir wollen ja gerne an dich glauben, aber mach doch noch mal mehr Action. Ja? Ja? Unsere Väter, jetzt kommt das Beispiel. Ja? Ha! Die Väter, Mose übrigens, gell? Wer bist denn du? Ja? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Sie haben ihn auf ein altes Beispiel verglichen und haben gesagt, Mose konnte das Brot vom Himmel liefern, 40 Jahre. Jesus, mach mal, liefer mal monatlich den Gehaltscheck, ohne dass ich arbeiten muss. Ja? Das war ihre Frage, die haben sie gerade gestellt. Ja? Man muss genau lesen. Es ist der Stolz des Leistungsdenkens, der da drin ist, dass sie selbst etwas bewirken können und nicht die Hilfe von Gott annehmen, die jetzt kommt in der Person Jesus. Sie wollen ausweichen. So sind wir Menschen. Vorsichtig, ich rede von uns. Es ist so schön, in der Antike rumzukramen. Gell? Nein, das ist der Mensch. Gell? Das sind wir. Gell? Der Einwand war also, was ist schon dein Wunder der Brotvermehrung? Das war der Einwand. Kann man gar nicht so schnell lesen, aber es war der Einwand. Mose hat 40 Jahre gemacht, du hast ja nur mal 5 Brote schnell verein. Was ist denn das? Das ist ja kein Zeichen. Das legitimiert dich ja gar nicht. Ja, und dann antwortet Jesus. Ich mag das, weil Jesus geht auf die Einwände ein. Der geht konkret auf den Einwand ein. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns bitte alle Zeit diesen Gehaltscheck. Dieses Brot. Ja? Gib uns alle Zeit dieses Brot, sagen sie. Und dann sagt es Jesus wieder ganz direkt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Er ist der, wo unsere Seele satt macht. Er ist der, wo das Brot ist, das unsere Seele satt macht. Wenn wir ihn haben, verlangt uns nichts mehr. Und ich sage es ganz ehrlich, wir kennen die meisten wahrscheinlich von uns, kennen Jesus gut. Aber ist unsere Seele so satt? Ja? Suchen wir bei ihm die Sättigung? Ja? Das ist nicht so einfach. Ich weiß, von was ich rede. Ich rede für mich und für uns. Ja? So. Ha! Esst mich! Trinkt mein Blut! Ja, da war es aber Schluss mit lustig. Ja? Kannibalismus, ja, hat er da vorgeschlagen. Ein Keul, ja, ein Stück von ihm abschneiden, sein Blut trinken. Hey, das war echt eine harte Nummer, ja, die Aussage, die er da geliefert hat. Wie soll denn das gehen? Ja? Das klingt wirklich nicht gut. Ja? Das klingt nicht gut, vor allem für Juden, die kein Blut trinken dürfen. Ja? Blut in keiner Form und Weise zu sich nehmen sollen.
Das ist schwierig. Aber was macht er? Er bietet etwas an. Und jetzt kommt der Schritt, wo sie ihm gehorchen sollten, nämlich ihm vertrauen. Er hat die Wunder getan. Ihm glauben, dass er den Weg weiß, wie es umzusetzen ist. Es ist nicht immer verständlich alles. Ja? Für uns macht es schon schwierig, jemanden zu sagen, du pass auf, ich weiß, ich kenne das genau, wenn du jemanden nach dem Weg fragst und dann sagt er, ich gehe, ja, fahr da hin und so, du landest irgendwo. Ja? Und dann beim nächsten auch, dann fragst du, ich weiß den Weg, ne? Dann sage ich, zeig ihn mir. Ja? So, und dann landen wir auch nicht dort, weil er kennt den Weg gar nicht. Noch schwieriger ist es, jemand zu vertrauen, ja, und zu sagen, da hinten ist eben Unbekanntes. Vertrau mir. Ich weiß, wie es geht. Das ist für uns Menschen sehr schwierig, ja, uns auf etwas einzulassen, was wir nicht beherrschen, nicht kennen, ja, unbekannt ist für uns. Sehr kompliziert. Weiß nicht, wie es euch geht. Also ich mag das gar nicht. Ich sage es ganz ehrlich. Ja, ich habe alles lieber im Griff. Meine ich zumindest. Ja, Brotbrechen. Kommen wir zu unserem Thema. Brotbrechen ist einer der vier Säulen der Gemeinde. Teilen, Gemeinschaft haben wir schon gehört. Aber der Kerngedanke ist quasi, ich gebe mein Leben Jesus. So funktioniert es praktisch. Und ich mache es ganz praktisch. Dein Leben sind 5 Brote. Welche 5 Brote hast du in deinem Leben? Was bist du? 5 Brote bist du. Und gib diese 5 Brote, wie der kleine Junge, an Jesus. Ja? Und er sagt es auch, wie wir es tun sollen. Nämlich, es sind die 4 Säulen der Gemeinde. In die Gemeinde hineingeben, deine 5 Brote. Dich als Person. Ja? Vertrau dich Jesus an. Er ist der Chef der Gemeinde. Er hat sie ins Leben gerufen. Es ist die Familie Gottes. Es ist sein Plan, wie wir lernen, unsere 5 Brote einzubringen und sie an den Mann zu bringen, an andere nämlich. Der Junge hat sie weggegeben. Wir geben unser Leben an andere. Und damit schließt Jesus genau dieses Gleichnis. Er sagt nämlich nichts anderes. Der Junge hat alles, was er hatte, gegeben. 5 Brote für die anderen 5000. Ist es genug? Nee, es ist nicht genug. Es langt nicht. Ne? Aber Jesus hat diese 5 Brote vermehrt. So, dass diese kleine Gabe unscheinbar, dein und mein Leben, ein unscheinbares Leben, kann so stark vermehrt werden von Jesus, dass es alle anderen sättigt. Das ist die Aussage. Und Jesus zieht den Schluss und sagt, mein Leben, ein einziges Leben, gebe ich für alle Menschen. Und es ist genug. Es reicht für jeden Menschen sein einziges Leben. Er hat es gegeben, so wie der Junge sein Leben gegeben hat, die 5 Brote. Und er fordert uns in dieser Geschichte auf, unser Leben Jesus anzuvertrauen. Unsere 5 Brote, die wir darstellen, sie Jesus in die Hand zu geben, in der Gemeinde. Nicht irgendwo, nein, in der Gemeinde. Wir reden von der Ekklesia, der Gemeinde, weil dort lernen wir teilen, Brot brechen, ja? Dem anderen reichen, nicht meinem Egoismus reichen, sondern das, was ich habe, gebe ich dem anderen. Amen. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir jetzt, dass du Jesus auch gegeben hast, das Einzige, was du hattest, damit wir genug haben. Und ich danke dir, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast für uns, damit wir genug haben und satt werden. Und ich danke dir, dass du uns ermutigst mit einem kleinen Jungen, der 5 Brote hatte, sein ganzes Leben. Er hat es gegeben in die Familie Gottes, in die Gemeinde und viele wurden satt. Lass uns ermutigt sein, dass wir auch so handeln können. Amen.